Am oberbayerischen Tegernsee auf dem Gschwandnerhof hat sich hoher Besuch angekündigt. Deshalb muss bei Milchbäuerin Nina Bartel heute alles etwas schneller gehen. Auch die Zubereitung des Mittagessens. Heute kommt noch der Pfarrer zur Kreuzeinweihung zu uns heim. Wie oft hast du schon Pfarrer bei dir daheim? Wir sehen ihn ja immer bloß, wenn wir in die Kirche gehen. Und wenn er zu einem heim kommt, dann möchte er schon einen guten Eindruck hinterlassen und dass alles passt. Und dann hoffen wir, dass er zufrieden ist, der Herr Pfarrer, heute mit uns. Am Hof ist mal wieder Stress. Corbinian hat beim Mähen einen Teil seiner Maschine verloren. Sau blöd gelaufen. Bin bloß froh, dass mir nicht passiert ist. Und jetzt ist es halt kaputt. Und jetzt hat er schnell ein neues gekauft. Ist nach Unterföhring gefahren und hat schnell ein neues geholt. Deswegen ist mein Plan halt überhaupt nicht aufgegangen, dass er das macht und ich das und wir alles schön hinbringen. Aber man wächst mit seinen Aufgaben, gell? Aber Mauerwerk brauchst du halt, das musst du sofort wiederholen. Weil wenn man nicht. Nein, jetzt wird Mittagessen, Schatzi. Nach dem Mittagessen wieder. Was gut? Fleisch und Gemüse und Reis. Doch, das magst du schon. Nein. Süßigkeiten gibt's erst danach, gell? Jetzt. Nein, danach. Danach, Pupsi. Draußen bringt Corbinian das neue Mähwerk zum Laufen. Bei dem schönen Wetter muss er dringend Gras schneiden. Na, gut aus. Die Arbeit hat Vorrang. Auch wenn Hochwürden kommt. Dennoch ist Corbinian die Weihe des Wegkreuzes ein Anliegen. Das Kruzifix, also der am Kreuz hängende Jesus, ist echte Handarbeit. Das haben wir dann vor 5 Jahren komplett neu gemacht. Und jetzt letztes Jahr haben wir es wieder aufgestellt. Und jetzt, wenn man sowas hat, dann kehrt das auch wieder geweiht. Drinnen müht sich Nina ab. Die Kaffeemaschine will halt immer irgendwas. Man braucht nur noch ein paar Kaffee. Und dann möchte sie Wasser und Satzbehälter leeren und was ist ich, was die alles mag. Ja, jetzt auch. Ich finde, dass Hightech im gewissen Maße mir das Leben leichter macht und es schneller geht. Aber es ist halt auch wartungsintensiver, gell? Das ist halt das Nacks, die Alwe. Aber ich finde das cool, auf Knopfdruck an Kaffee machen ist schön, weil wir ja bei uns hier einfach viel Technik haben. Aber bei uns passiert es ja immer, weil euch da mal lang kommt irgendein oder braucht irgendwas oder du musst was erledigen oder da. Und dann der soll gerne ein bisschen schneller gehen. Wie jetzt. Bevor der Pfarrer kommt, will Nina das Kreuz noch schnell von Spinnweben befreien. Das ist jetzt während unserem Laufstallbau und Hausbau im Jenerkling ein paar Jahre lang. Jetzt haben wir es wieder aufgestellt und jetzt müssen wir den Segen wieder ein bisschen auffrischen. Die Bartels sind wie die meisten Landwirte im bayerischen Oberland katholisch. Oh, Gottes Willen! Oh. Oh, so Spinnen, gell, das sind einfach tolle Viecher. Ah, das passt schon so. Lieber du, aber nicht die Blämme nur schnell rein. Dann ziehen wir uns jetzt mal um. Zunde. Auf dem Gschwandnerhof hat sich heute der Pfarrer angekündigt, um das Kreuz am Hofeingang zu segnen. Doch Corbinian sitzt noch gemütlich mit seiner Flori in der Küche. Corbinian, wann möchtest eigentlich du die umziehen? Gar nicht. Sag das nicht mehr vorne. Na, also schon ein bisschen anständig im Oberland, gell? Ja, vielleicht auch 10 Jahre, wenn es drauf ist, Land. Der kommt ja grundsätzlich egal zu was gespart. Und ich mag das aber nicht direkt. Also ich muss zumindest gerecht sein, dass wenn der Pfarrer kommt und ein bisschen ratschen mag, ich schon mal fertig bin auf alle Fälle. So. Ich zieh die Kinder an. Der Herr Pfarrer ist schon da. Ja. Mei. Jetzt wird es spät. Mei. Servus, grüß dich, servus. Darf mir einer noch schnell was anbieten? Einfach, na, einfach in die Küche rein. Der Corbinian kümmert sich dabei, gell? Servus. Was machst du? Kaffee, normal? Milch, Zucker? Ein bisschen Milli. Ja, dann werden wir hier mal schnell umziehen. Dann bis gleich. Während der Pfarrer wartet, schmeißt sich die Familie in Schale. Auf dem Gschwandnerhof heißt es selbstverständlich Tracht. Nina legt zu diesem Anlass eine alte Kette aus Familienbestand an. Okay.
Ninas Tochter Anna-Sophia darf das Weihwasser tragen. Du bist ja schon so groß, falls du vorsichtig bist. Start mal. Alles passt. Nur die Schuhe von Ninas Sohn Toni. Erschienen die Schuhe nicht unseren Kindern, gell? Zur Kreuzweihe kommen auch die Nachbarn. Habt ihr euch schon gebaut, gell? Ist der zwar schon näher hergekommen, gell? Ja, im. Der braucht sein Publikum, der Pfarrer, weil sonst funktioniert das alles nicht. Wo ist der Jensi? Nur Nachbar Jens fehlt. Typisch. Männer brauchen heute wieder ein bisschen. Es dauert mit den Männern. Ja, alles für die Schönheit. Jens! Jensilein! Schon schick, die Hase. Jetzt auf geht's! Bist du schick? Hier gehen wir nach vorne, wir zwei Süßen, nicht wahr? Komm, lass uns da vier im Mantin. So. Der ist schon schick, der Jens. Jetzt sind wir alle da. Sind wir alle da, dann fangen wir an, gell? Balu, du bist da dabei. Wir bitten dich, segne dieses Kreuz, das diese Familie errichtet hat. Stärke unseren Glauben, damit wir in der Torheit des Kreuzes deine Macht und Weisheit erkennen. Stärke unsere Hoffnung, damit wir daran glauben, dass du für uns im Leben einen Sinn bereithältst. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, der mit dir lebt und herrscht, in alle Ewigkeit. Amen. Amen. Jetzt brauchen wir das Weihwasser. Schau her, jetzt. Und mir persönlich ist es einfach wichtig, dass ich ein gesegnetes Kreuz habe, dass wir einen Segen für Haus, Hof und Stall haben, für alle unsere Viecher und unsere Mitbewohner. Also ich habe meinen Teil dafür getan, dass einfach alles gut läuft da auf der Welt und das finde ich ganz gut. Zur Feier des Tages laden Nina und Corbinian ihre Gäste noch zu Kaffee und Kuchen in die Stube ein. Ich finde es einfach ein schöner Tag und man muss sich die Zeit einmal nehmen, weil man weiß nicht, wie lange man auf der Erde hat. Und dann muss man es einfach mal schön machen. Das darf man einmal haben. Genau. Mein Herrgott einen guten Moos einlassen und einfach mal schön gemütlich zusammenhucken. Auf dem Gschwandnerhof am oberbayerischen Tegernsee erwartet Milchbäuerin Nina heute eine wichtige Lieferung. Sie muss deshalb erst mal sauber machen. Das wird wieder lustig, jetzt das Zusammenbäse und Zusammenkehren, gell? Balu. Balu! In den nächsten Monaten erwartet Nina 30 Kälbergeburten. Deshalb ist es wichtig, am Hof mehr Platz für die Jungtiere zu schaffen. Du kriegst immer mal einen Herzinfarkt, Hund, ganz ehrlich. Mittlerweile ist die erste Kälberhütte angekommen. So, schauen wir uns die Garde an. Nina weiß nur noch nicht, wie groß die neue Hütte wirklich ist. Grüß dich. Grüß euch. Servus. Ich bin Nina, grüß dich. Habe ich dir recht? Servus, grüß dich. Gut hergefunden. Ja. Das ist ja größer wie gewohnt. Größer, wie du gewohnt hast. Oh mein, ja. Hast du vorher nicht gesehen? Doch, aber ich hab mit dem räumlichen Verständnis, das ist irgendwie nicht so ganz meins, aber nein, die sind ja brutal, die Teile.